Slender. Okay, Karte ist nicht so gut für die Gronk. Collect all 8 pages. Ja, zuerst einmal herzlich willkommen zu diesem kleinen Grusel-Let's Play. Wir spielen jetzt Slender. Mittlerweile kennen das bestimmt nicht eh alle. Oder zumindest die meisten von euch. Ein kleines Grusel-Game. Wir sind nur bewaffnet mit der Taschenlampe. Die können wir hier und ausschalten. Und Ziel von dem Spiel ist es, 8 Zitter zum Sammeln. Zitter, Zettel halt so komisch, wo irgendwas halt da mal steht. Wie zum Beispiel. Gar nix. Auch mal toll. Okay, wir gehen einfach im Werk weiter. Dahinter ist ein Truck oder so. Nehmen wir uns mal bitte nicht übel, wenn ich zieht wie so eine Taschenlampe spiele, aber Slender Code war nicht so schnell hinterher, wenn man Taschenlampe. Bin ich halt schon so nah, wenn man Taschenlampe ausschaltet. Das heißt, er sieht auch nicht so schnell. Obwohl auf dem Zettel steht, always watches no eyes. Was so viel heißt wie, er sieht uns immer, aber er hat keine Augen. Das. In dem Fall geht es jetzt erst los. Seite 1 von 8. Wir latschen weiter quer durch den Wald. Da ist ein Haus. Das Haus. Das Haus. Ich bin froh, dass wir schon beim Haus sind. Ich möchte das Haus lieber jetzt abchecken, als wir später. Weil er bewegt sich immer schneller, je mehr Sitter das wir haben. Und was man auf keinen Fall tut, ist sich umdrehen in dem Spiel. Was ich jetzt gerade gemacht habe, verdammt! Weil er sich so komisch teleportieren kann, ab und zu mal. Und das Problem ist aber, wenn man überhaupt 5 oder 6 Sitter teleportiert er sich ziemlich große Stückchen, wie es immer. Okay, dahin ist nichts. Und ja, wenn man dahin ist, ja, in dem Haus und Slender ein dir dann der Auswerk versperrt, dann hast du halt Glitter, wie man so schön sieht. Okay, bis jetzt haben wir nichts gefunden. Sei da nicht drin, sei nicht. Okay, da ist auch nichts. Okay, es gibt nochmal 2 Räume. Und ich hasse es, wenn ich so viel Zeit verschleudere in der blöden Hütte. Ah, da rennen wir einfach durch. Sei nicht da. Der Stuhl hier jedes Mal verschreckt er mich. Ich weiß zwar, dass er da liegt, aber jedes Mal verschrick ich mich. Fuck! Da ist wieder kein Zettel! Ich hab schon viel zu viel Zeit verschleudert in dem Haus drin. Ich wette, er startet jetzt bei der Tür. Okay, ich bin zwar verschrocken, aber da war gar nichts. Da war gar nichts. Da ist nochmal ein Ausgang. Und jetzt startet er den, ich weiß es. Okay, da ist wohl nichts. In dem Fall rennen wir weg! Wir können auch bloß begrenzt sprinten. Aus dem Grund, weil irgendwann ist. Weil unsere Ausdauer einfach irgendwann ziemlich im Arsch ist. Und. Alter, hat mich der jetzt verschreckt. Zettel. Da ist kein Zettel. Fuck, wieso sind da kein Zettel, Mann? Normalerweise haben jetzt schon 5 oder 6 Zettel um die Zeit. Egal. Lampos, Renner. Irgendwo eine ist hier nichts. Ich muss mich da ein bisschen am Himmel orientieren. Weil. Er steht hinter uns. Nicht umdrehen. Wer ist nicht da? Okay. Trotzdem. Kurzzeitig wieder sprinten. Kritisch. Da hängt er. Help me! Ja, das. Ja, nimmst ihn halt. Okay. Was? Erst 2 Sitter, verdammt! Wir sind so tot. Ah fuck, da ist der Zaun. Wir sind so tot. Planloses durch den Wald gerannt. Da ist der Zaun.
planloses durch den Wald gerenne, Lampe ausschalten wieder, Strom sparen, weil irgendwann ist die Taschenlampe leer und dann haben wir keine Lampe mehr und dann müssen wir Schiss haben. Und ich will mich nicht umdrehen, aber ich muss erklären, wo ich überhaupt bin. Ich sehe nochmal erzählt, da ist nochmal einer, okay. Wir laufen wieder ein Stück. Zum Glück ist er ganz vorne. Ich hasse es, wenn der Zettel hinter da mal pickt. Dann kannst du nämlich um das ganze Scheißding da rundum rennen. Und dann startet er hundertprozentig mindestens einmal vor dir. Okay, schnapp den Zettel. Creepy Hintergrundgeräusche. Was? 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 Es knistert! Wo ist er da nirgends? Ist hier. Ist hier ein Zettel? Okay. Can't run. Ich will aber. Ich will aber runnen. Er steht da! Scheiße! Wo ist? Ich hasse es, wenn der blöde Penner mir immer den Weg absperrt. Ich will da weiterlaufen zu meinem scheiß Zettel und jetzt schaut der Penner einfach irgendwann einmal vor mir. Dann steht immer der Weg ab. Wo bin ich jetzt? Ich bin wieder bei den Gastanks. Scheiße! Ich bin im Kreis gerannt. Fuck! Da war ja nicht einmal! Verarsch mir das Game halt! Der war ja gar nicht da! Wo ist er? Ah! Da! Okay, er ist direkt hinter uns. Und wir haben, glaube ich, erst drei Zettel. Das ist das Rohr. Da wollte ich vorher rein. Und dabei waren wir auf der falschen Seite. Da wollte ich vorher rein zu dem Rohr. Ich bin mal gespannt, wer da im Rohr auf uns wartet. The fuck? Da ist kein Zettel! Das geht! Ah, da ist er. Leave me alone. Wir rennen weiter, planlos durch den Wald und ich glaube wir sind wieder auf dem Hauptberg und es fängt zum Knistern an. Wieso knistert? Wow! Fuck! Start der Wichser halt schon wieder vor mir! Na, rutsche. Mann, nur 5 Sitter, das war Epic Fail! Mein Rekord liegt bei Seba. Bin ich gespannt, ob ich das überhaupt jemals irgendwann schafft, die 8 Sitter. Naja, aber ich probiere das jetzt nicht gleich nochmal. Ihr solltet jetzt mal Amnesia endlich spielen. Wie manche von euch aus Facebook schon wissen. Ich fange jetzt die Demo, ich mache Let's Test vor der Demo von Amnesia. Ihr kennt das Spiel selber nicht, ich habe bisher bloß ein paar Videos gesehen auf YouTube, so Gameplay-Videos und anderes Zeug und Trailer. Aber wirklich, um was es geht in dem Spiel, keine Ahnung, ist völlig fremd für mich, also das wird ein komplettes Blind-LP für mich. Ja, am Wochenende soll es weitergehen mit Final Fantasy 13 endlich einmal wieder. Da bin ich jetzt auch schon einen Monat im Rückstand. Und ja, danke fürs Mitgruseln. Ich muss jetzt aufs Klo.